Demonstrationen keine Profite mit der Bitte. Die Stadt gehört allen im Rahmen des bundesweiten Aktionstages. Zwangsräumungsverhältnisse. Leerstand an Wohnraum. Besetzungen entkriminalisieren. Das Recht auf Wohnraum gilt für alle. Refugees are welcome. Rassismus auf der Wohnraum bekämpfen. Mini-Wahnsinn stoppen. Heute macht man irgendwo die Stadt, die Stadt brennt irgendwo im Nirgendwo, irgendwann brennt heute Nacht die Stadt, die Stadt brennt irgendwo im Nirgendwo, irgendwann brennt heute Nacht die Stadt. Recht auf Stadt! Wir haben ein Recht auf Stadt! Recht auf Stadt! St. Pauli, wir stoppen die fette Mietenwahnsinn-Scheiße. Ich bin neu hier, ne? Und ich bin zugezogen. Aber das gefällt mich ganz gut hier, so mit dem Hafen, den Wellen und den Bojen. Und die Luft ist frisch und der gibt den Fisch. Die Leute sind zwar komisch, doch das ändert sich bald sicherlich. Also gehe ich in eine Kneipe und ich sage, ich bin der Peter. Keiner verzieht eine Miene, keiner grüßt man, ist ja bitter. Ich sag, ich hätte gern Kölsch oder Weizen oder was trinkt man hier. Sag, wir haben hier keine Brause, wir haben hier nur Bier. In Hamburg sagt man ja, ja. Ja, 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 ja. In Hamburg sagt man ja, ja. Ja, ja, ja. Sein Bier, er fragt, wo kommst du überhaupt her? Du kommst bestimmt aus Bayern, damit wohnen wir uns am Meer. Wir sind Hanseaten, das ist eine Weltstadt hier. Ich sag nur Kirche und Fluss und Hafen haben auch wir. Nur unsere Kirche ist größer, die hat Übermaß. Er sagt, unser Dom ist bunt und schrill und die Leute haben Spaß. Ha, von wegen Spaß. Ihr habt keinen Karneval. Er sagt, ihr lacht, man wird was zu lachen geben. Wir brauchen keinen Maskenball. In Hamburg sagt man ja, ja. Ja, ja, ja. Wir haben hier keine Brause, wir haben hier nur Bier. Wir brauchen keinen Maskenball. Brause, Bier, 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 Brause. Jahr 2012 fanden in Hamburg ca. 1600 Zwangsräumungen statt. Das bedeutet, dass in Hamburg täglich durchschnittlich 6 Zwangsräumungen durchgeführt werden. Zwangsräumungen gehören zu den gewaltsamsten Formen der Vertreibung im Rahmen von Aufwertungsprozessen, in denen ehemals günstige Bodenlagen zu neuen Investitions- und Spekulationsobjekten werden. Wir brauchen einen nicht gewinnorientierten Wohnungsbau, der den Auftrag der Daseinsvorsorge für die BürgerInnen ernst nimmt. Doch nichts davon wird in die Tat umgesetzt, wenn politische Maßnahmen ergriffen werden und wurden, dann immer nur durch den Druck und den Kampf von sozialen Bewegungen. Seit Jahren werden Häuser aus Spekulationsgründen entmietet und stehen danach leer, um später gewinnbringender verwertet zu werden. So stehen ganz legal große Wohnflächen an Büro- und Wohnimmobilien leer. Wenn Menschen dort trotzdem einziehen, verhalten sich diese illegal. Dieser absurde Zustand muss ein Ende haben. Spekulative Leerstände müssen verboten werden. Besatzungen von länger leerstehenden Immobilien und brachliegenden Flächen dagegen legalisiert werden. Wir fordern Leerstand zu Wohnraum. Wir haben uns deshalb zusammengetan, um ein Zeichen zu setzen. Die Stadt von morgen beginnt heute. Keine Profite mit der Miete. Die Stadt gehört allen. Deshalb gemeinsam gegen steigende Mieten und Verdrängung. Recht auf Staat, Mietenwahnsinn stoppen. Der Linksfraktion bekannt. Allein, dass die Stadt keine offiziellen Statistiken über die Anzahl der durchgeführten Zwangsräumungen führt, macht deutlich, dass ein Interesse daran besteht, Zwangsräumungen im Stillen durchzuführen. In Spanien haben wir uns im März dieses Jahres zusammengefunden, um auch in Hamburg aktiv gegen Zwangsräumungen vorzugehen. Im Jahr 2012 fanden in Hamburg ca. 1600 Zwangsräumungen statt. Das bedeutet, dass in Hamburg täglich durchschnittlich 6 Zwangsräumungen durchgeführt werden, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Diese Zahlen wurden uns auch nur durch eine kleine Anfrage der Linksfraktion bekannt. Allein, dass die Stadt keine offiziellen Statistiken über die Anzahl der durchgeführten Zwangsräumungen führt, macht deutlich, dass ein Interesse daran besteht, Zwangsräumungen im Stillen durchzuführen. Dies nicht ohne Grund. Zwangsräumungen gehören zu den gewaltsamsten Formen der Vertreibung im Rahmen von Aufwertungsprozessen, in denen ehemals günstige Wohnlagen zu neuen Investitions- und Spekulationsobjekten werden. So ist es nicht verwunderlich, dass vor allem ALG-II-Empfängerinnen sowie Migrantinnen und Geringverdienerinnen von Zwangsräumungen betroffen sind. Ein stark politisch-gesellschaftlicher Konflikt wird hierbei in einen juristischen Prozess überführt. Bei diesem werden die Betroffenen individualisiert und allein bei einem anonymen Machtapparat gegenübergestellt. Wir sind angetreten, diesen Konflikt dorthin zu holen, wo er hingehört, nämlich in die Öffentlichkeit. Dorthin also, wo unser gemeinsamer Kampf für ein Recht auf Staat ausgetragen wird. Neben mir steht Hans Werner, einer unserer Mitstreiter und Selbstbetroffener, mit dem wir zum ersten Mal versucht haben, eine Zwangsräumung in Hamburg zu verhindern. Hans Werner, eine Frage an dich. Das Besondere an deinem Fall war, dass die Saga als Unternehmen des städtischen Wohnungsbau eine maßgebliche zentrale Rolle bei deiner Zwangsräumung gespielt hat. Was sagst du dazu und wie hast du die Zusammenarbeit und Unterstützung mit dem Bündnis wahrgenommen? Die Saga ist zu 100% im Eigentum der Stadt. Die Netto-Kaltmiete soll sich bei einer Neuvermietung nahezu verdoppeln. Grundstück hier auf St. Pauli ist ganz klar, da muss ein Palast hin oder weiß der Geier was wieder hin. Die Städte sind unfröhlich, lass es nicht weiter bieten, dass es die Wiese der Investoren ist. Am Mittwoch haben wir im Vorfeld zu diesem Aktionstag mit anderen Gruppen und Initiativen 6 große Wohnungsbaugesellschaften gleichzeitig besucht, um unserer Forderung Nachdruck zu verleihen, dass alle Zwangsräumungen gestoppt werden müssen. Bei diesen Wohnungsbaugesellschaften 20 Zwangsräumungen verhindern konnten. Das heißt, wenn Menschen sich an uns gewandt haben und wir dann auf diese Wohnungsbaugesellschaften zugegangen sind, haben wir immer Lösungen gefunden. You are also fighting for, you are the youth fighting for your future, because if you don't fight like this, you cannot get your future. We are here to fight for our rights and we are here to stay. We are still homeless. If not for St. Paul, Nikisha, who have some of us. But the place is so cold for this winter. There is no certainty that we can stay there in this winter, and we don't even know what to do. So many of my colleagues collapsed inside the cold last winter, and here is another winter. We don't know what to do, so we are asking you for your support. We cannot survive the Libyan war to come to Hamburg, to come and die on the streets because of cold. Wir haben nicht den Krieg in Libyen überlebt, nach Hamburg zu kommen und dann auf den Hamburgs Straßen zu sterben vor Kälte. Wir sind Lampedusa in Hamburg und wir sind hier, um zu bleiben. Investoren abgefährdeten Essohäuser, wo die Mieterinnen, egal ob Privatpersonen, deren Wohnraum es geht, oder Clubs, die für eine breit aufgestellte Kultur dieser Stadt sorgen, vorgestern ihre Kündigung ins Haus gekriegt haben, großes Versagen der SPD, die so tut, als ob sie sich in den Interessen der Mieterinnen und Mieter interessieren würde. Das ist übrigens nicht der Fall, wenn irgendwo ein bayerisches Investorenleckerli lauert. Hüter vorbei, das Königsland ist los! Häuser besetzen sowieso! Hüter vorbei, das Königsland ist los! Häuser besetzen sowieso! Und es leben, davon muss es viel mehr geben! Wir sind hier! Wir sind hier! Weil wir uns die Häuser klauen! Flora bleibt, der Flora, und das geht an jeden, scheißegal wie alt du bist. An Techno-Rave und Krawall-Touristen. MC Natur, schöne Seil geschickt. Die Raketen sind im Haus, heute knallt's ein bisschen. Der Verkehr da angelegt und jeder brennt Barrikaden. Heute erst hier Hamburg mein Leben kann. Rechts oben, geradeaus, rechts oben, geradeaus, rechts oben, geradeaus, rechts links, geradeaus, rechts links, geradeaus, rechts links, geradeaus. Viel zu teuer und bei Neuvermietungen für immer weniger Leute bezahlbar. Noch immer fallen in dieser Stadt jedes Jahr deutlich mehr Sozialwohnungen aus der Sozialbindung als neue entstehen. Menschen werden aus ihren Stadtteilen verdrängt, weil die Mieten steigen oder ihr Haus modernisiert oder Luxus saniert wird und sie in ihrer gewohnten Umgebung keine bezahlbare Alternative finden. Ganze Stadtteile werden für Leute mit weniger Geld unerschwinglich. Von dieser Entwicklung sind am schlimmsten die getroffen, die sowieso schon wenig Chancen haben. Der SPD-Senat behauptet, etwas gegen diese Entwicklung zu unternehmen. Seine Antwort lautet Neubau. Was das bedeutet, sehen wir momentan ganz konkret bei den Essohäusern. Die alten Mieterinnen und Mieter sowie die kleinen Clubs und Betriebe werden gnadenlos verdrängt. Was als Wohnungsbauoffensive vom Senat groß angepriesen wird, ändert nichts Grundlegendes an der Situation, sondern ist im Wesentlichen eins: ein Geschenk an das Immobilienkapital. Unsere Vorstellungen einer sozialen und solidarischen Wohnungspolitik sehen anders aus. Es reicht nicht, lediglich ein paar tausend mehr neue Wohnungen als vom Senat geplant zu fordern oder einen größeren Anteil an Sozialwohnungen. Wir müssen die kapitalistische Organisation des Wohnraums grundlegend infrage stellen. Wohnen ist ein elementares Grundrecht. Wohnraum darf keine Ware sein, die dem Gewinninteresse weniger dient. Häuser und Wohnungen sind existenzielle Güter, deren Nutzung gesellschaftlich zum Wohle aller organisiert werden müsste. Das bedeutet, Wohnraum muss vergesellschaftet werden. Wohnraum muss als Allgemeingut begriffen werden, unter Kontrolle durch seine Nutzerinnen und Nutzer unterstellt werden. Wir brauchen neue gesellschaftliche Regelungen zur Vergabe von Wohnraum jenseits von Markt und Staat. Deshalb fordern wir keine Profite mit der Miete, Wohnraum vergesellschaften. Überall auf der Welt führt die kapitalistische Struktur des Wohnungsmarktes dazu, dass ein großer Teil des Einkommens von Menschen für die Miete draufgeht. Überall auf der Welt führt diese kapitalistische Struktur dazu, dass Menschen aus ihren gewohnten Umgebungen gerissen werden, in beengten Verhältnissen oder auf der Straße leben müssen. Aber wir sehen auch, dass es wachsenden Widerstand gibt. In Spanien nehmen mehr und mehr Menschen die Lösung der Wohnungsfrage in die eigenen Hände und besetzen leerstehende Häuser. In Berlin und Hamburg gibt es vermehrt Widerstand gegen Zwangsräumungen. Heute sind wir nicht nur hier in Hamburg auf der Straße, sondern auch in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt am Main, Freiburg, Hanau, Köln, Leipzig, Maintal und Mülheim. Mit tausenden Menschen gegen Mietenwahnsinn und für das Recht auf Stadt, auf die Straße. Wir stehen also erst am Anfang eines Kampfes für ein Recht auf Wohnraum. Lasst uns gemeinsam zum Erfolg bringen. Für das Recht auf Stadt. Kapitalismus abschaffen. I want to give it straight to you before the halls like it, the rules like it, your dad likes it, the facts like it. Immer mehr Menschen finden in Hamburg keine Wohnung. Immer mehr Menschen werden auf ihren Vierteln vertreiben. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo hasta la... Thank you. Schon im Oktober 2010 wurde das Haus in der Juliusstraße 40 besetzt. Diese Besetzung fand in den bürgerlichen Medien überwiegend ein positives Echo. Am gleichen Abend erfolgte die Räumung mit großem Polizeiaufgebot. Die Besetzerinnen wurden inzwischen zu Geldstrafen verurteilt. Am Leerstand hat sich bis heute nichts geändert. Das konnte man auf dem Aktionstag gegen Gefahrengebiete und Umstrukturierung vor 2 Wochen sehen. Das Geisterhaus öffnete sich wie durch Geisterhand. Ein Transpi lud zur Besichtigung der leerstehenden Wohnungen ein. Diese Besichtigung fand großen Anklang. Viele Besucherinnen des Aktionstages, Anwohnerinnen, Touristinnen nutzten die Gelegenheit, sich die künftigen Luxuswohnungen anzusehen. Leider wurde der Rundgang durch das Eintreffen hektischer Polizeibeamtinnen beendet. Sie hatten nach mehr oder weniger erfolgreicher Verkehrsplanung sich zunächst zurückgezogen. Seit dem 1. Juni ist das gesamte Schanzenviertel zum Gefahrengebiet erklärt worden. Grundlage dafür ist eine sogenannte Lageerkenntnis, die die Polizei selbst nach Gutdünken erstellt. Raumes, eine gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit. Wir unterbrechen daher gerne die von der Politik gewünschten Zustände und Fortgänge, die sich allein darauf beziehen, die Marke Hamburg für InvestorInnen und zahlungsfähige Menschen attraktiver zu gestalten. Ob Privatwirtschaft oder städtische Standortpolitik, beides orientiert sich nicht an den Bedürfnissen und dem Bedarf der Menschen, sondern an kapitalistischer Kosten-Nutzen-Rechnung. Wir lehnen diese Verhältnisse ab, da Zusammenleben für uns eine Frage von Aushandlung und Zusammenschluss ist. Mit einer Stadt, die sich als Unternehmen begreift und einer auf Privatwirtschaft abzielenden Stadtentwicklung, ist für uns keine Zukunft denkbar. Wir sind solidarisch mit dem Wohnprojekt Vereinstraße in Hamburg, das von der Stadterneuerungsgesellschaft verkauft und zerstört werden soll. Wir sind solidarisch mit dem Widerstand der BewohnerInnen der Essohäuser auf St. Pauli, die abgerissen und profitabel saniert werden sollen. Wir sind solidarisch mit den BewohnerInnen des Hüttendorfes an der Stresemannstraße, die trotz Leerstand gezwungen sind, sich eigene Hütten zu bauen. Wir sind solidarisch mit den bundesweiten Flüchtlingsprotesten und des Kampfes gegen das europäische Grenzregime. Wir fordern das Bleiberecht und Notunterkünfte für die Menschen aus Libyen und alle anderen Geflüchteten. Wir schauen nicht weg, sondern greifen ein, wenn Jugendliche in Altona-Altstadt rassistischen Kontrollen ausgesetzt und mittels Gefahrengebieten Zonen repressiver Willkür geschaffen werden. Dies alles ist für uns untrennbar verbunden, wenn wir gegen Mietenwahnsinn und für autonome Projekte auf die Straße gehen. Mietverträge schreddern, Grundbücher zu Altpapier, für ein selbstbestimmtes Leben. Flora bleibt. Mietenwahnsinn stoppen. Wohnraum vergesellschaften. Gemeinsam gegen steigende Mieten und Verdrängung. Einzustellen, unsere Wohnungen für besetzt zu erklären, die Büros unserer Vermieterinnen und Vermieter in zu legen und darüber hinaus illegalisierte Menschen in diesem Land aufzunehmen und zu verstecken. Das ist also kurz zusammengefasst die Zwischenkundgebung. Und gar nicht der Wahrheit, dass die Mieten hier auf Jahrzehnte bezahlbar bleiben. 30% der Wohnungen, also rund ein Drittel, werden heute schon behandelt wie auf dem freien Markt, mit regelmäßigen und maximalen Mietanhebungen. Diese Mieten werden sich in den kommenden 10 Jahren also verdoppeln. Was ist mit den übrigen 70%? Für kurze 10 Jahre wurde hier mit der Käuferin Saga vertraglich vereinbart, dass die Mieten genauso regelmäßig steigen dürfen nur mit ein wenig niedrigeren Erhöhungen. Das wurde uns als ein großes Geschenk verkauft. Es bedeutet aber, dass die Mieten in diesem Zeitraum um 40% in die Höhe getrieben werden. Im Anschluss an diese kurzen 10 Jahre hat die neue Eigentümerin keine weiteren Beschränkungen mehr. Ja, es besteht im Gegenteil die konkrete Aufforderung der Stadt, die Saga solle ihre Mieten zügig an den Mittelwert des Hamburger Mietenspiegels heranführen. Für sanierte Altbauten wie im Karolinenviertel wird dieser Mittelwert in Kürze, also noch in diesem Herbst, die 9-Euro-Marke überschreiten. Es sei ja noch recht viel Luft nach oben. Auf diese Weise wird sich schon in 15 Jahren das durchschnittliche Mietenniveau der Wohnungen und wohlgemerkt ehemalige Sozialwohnungen verdoppeln. Die erwähnten 30% der Wohnungen werden aber schon 13 Euro erreicht haben. So sieht das Mieterparadies Karolinenviertel bei Lichte betrachtet also aus. Was unternehmen die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner? Sie fordern eine am Gemeinwohl orientierte Perspektive für das Karolinenviertel und gründeten eine Genossenschaft. Nur durch eine genossenschaftliche Bewirtschaftung sind die spekulativen Effekte auf die Mietentwicklung auszuschalten. Es ist darüber hinaus mit einem Blick auf die Wohnungssituation in ganz Hamburg völlig klar, dass der Bedarf an günstigem Wohnraum riesig ist. Die Hamburger Regierung verfolgt aber keine geeigneten Programme, die diese katastrophale Unterversorgung in den Griff bekommen. Investorenfreundlich setzt sie auf Neubau, aber im Bestand muss es Lösungen geben. Und gerade im Karolinenviertel haben wir dafür derzeit noch die zentrale Voraussetzung, nämlich ein noch bezahlbares Mietenniveau. Eine Genossenschaft mit sozialem Auftrag wäre die richtige Form, um für die nahezu 2000 Menschen in den ehemaligen sozialen Wohnungen günstigen Wohnraum zu erhalten. Warum tut die Politik das nicht? Sie wagt nichts, um der Ökonomisierung von Wohnraum zu begegnen. Im Gegenteil, die Stadt schöpft als Aktieneignerin die Gewinne der Saga aus unseren Mieten ab. Und sie freut sich obendrein bei dem Verkauf der städtischen Immobilien im Karolinenviertel einen Erlös von insgesamt 100 Millionen Euro zu erzielen. Für die Bevölkerung im Karolinenviertel hat der Verkauf der Häuser an ein profitorientiertes Wohnungsunternehmen wie die Saga verheerende Folgen. Er hätte niemals stattfinden dürfen. Er muss rückgängig gemacht werden. Zahlreiche Menschen werden sonst aus ihren Wohnungen vertrieben, weil sie sich schon bald die steigenden Mieten nicht mehr leisten können. Daran besteht überhaupt kein Zweifel, auch wenn die politisch Verantwortlichen mit flotter Zunge das Gegenteil behaupten. Entgegen ihrer Schönfärberei stellen wir schlicht fest, die Aufwertung des Karolinenviertels, also die Maximierung der Mietgewinne, ist das politische Ziel der gegenwärtigen Entscheider und Macher. Mit dieser völlig fehlgeleiteten Politik muss es ein Ende haben. Wohnraum ist ein soziales Gut und darf nicht dem Kalkül maximaler Gewinne unterworfen werden. Im Herbst 2012 griff die Kampagne Schlaflos in Hamburg erstmals den Mietenwahnsinn in Hamburg explizit aus der Perspektive von Studierenden und Auszubildenden auf. Hunderte schlaflose Hamburger Auszubildende und Studierende Zombies wandelten durch die Stadt, forderten bezahlbaren Wohnraum für alle und die Entkriminalisierung von Besetzung. Und dieses Jahr hat sich was getan? Nix und wieder nix. Im Gegenteil sehen wir, dass sich die Situation noch verschärft hat. Studierende und Auszubildende zahlen in Hamburg durchschnittlich eine Miete von 351 Euro. Dazu gesellen sich meist vierstellige Kosten für Maklerinnen und Kaution. Dabei beträgt der BAföG-Höchstsatz aktuell 670 Euro. Ausbildungsvergütungen liegen teilweise sogar weit darunter. So reicht etwa ein Monatsgehalt von durchschnittlich 300 Euro für angehende Friseurinnen nicht einmal für die Miete eines durchschnittlichen WG-Zimmers in Hamburg aus. Die wenigen existierenden Wohnheime sind, wenn überhaupt, nur über lange Wartelisten zugänglich. Auch die jungen Menschen, die diesen Herbst mit ihrer Ausbildung bzw. ihrem Studium beginnen, werden also vor einer prekären Wohnungsraumsituation stehen, die oftmals zur erheblichen Einschränkung der Lebensverhältnisse Überlastung durch mehrere Nebenjobs und sogar dem Abbruch von Ausbildung und Studium führen kann. Selbstverständlich beschränkt sich dieses Problem nicht auf Auszubildende und Studierende, vielmehr sind alle Mieterinnen in Hamburg betroffen. Im Gegenteil sind insbesondere Studierende in mancher Hinsicht vergleichsweise eine privilegierte Gruppe. So wird etwa Wohnraum für Auszubildende und Studierende seit 2005 von der Stadt Hamburg durch ein Förderprogramm subventioniert. Doch lassen wir uns nicht täuschen. Unverhohlen macht der Senat öffentlich, dass mit diesem Förderprogramm vor allen Dingen stadtentwicklungspolitische Ziele, das heißt eine Veränderung der Bewohnerinnenstruktur, aktiv gefördert werden. Man könnte auch sagen, Studierende und Auszubildende werden instrumentalisiert, um Aufwertungsprozesse in sogenannten benachteiligten Stadtteilen in Gang zu setzen. Und läuft der Prozess erst einmal, mögen Sie dann auch bitte wieder weiterziehen. Genau das beobachten wir momentan auf der Vettel und in Wilhelmsburg. So laufen etwa die Förderprogramme dort 2014 bzw. 2015 aus. Fraglich, wer sich die Mieten dann noch dort leisten kann. Bis dahin werden sie nämlich um 35% gestiegen sein. Und das neue Förderprogramm steht schon bereit. Dieses Mal soll es Mümmelmannsberg treffen. Wir sagen nein, nö, nix da. Wir haben keinen Bock, als Marionetten einer von der Stadt selbst forcierten Aufwertung und Verdrängung unter Leitmotiven wie dem Sprung über die Elbe hin und her geschoben zu werden. Wir haben keinen Bock mehr auf Notunterkünfte in Turnhallen. Wir haben keinen Bock mehr auf überteuerte Wohnheime und WG-Zimmer, während die halbe Stadt aus leerstehenden Bürogebäuden besteht. Wir haben keinen Bock mehr auf die kapitalistische Verwertungslogik auf dem Wohnungsmarkt und fordern bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen in Hamburg. Auf, dass dieser Herbst ein heißer wird. Wohnraum darf keine Ware sein. Beteiligt euch an unseren Aktionswochen zwischen dem 7. und 18. Oktober. Beteiligt euch an der Nachttanzdemo am 18. Oktober um 18 Uhr am Unicampus der Universität Hamburg. Beteiligt euch, drückt eure Unzufriedenheit aus und seid dabei, wenn es im Oktober wieder heißt, schlaflos in Hamburg, Mietenwahnsinn stoppen, Wohnraum vergesellschaften.